Hallo, Markus hier von markusfotos.de, heute mit einem Video zum Thema, welche Kamera soll ich mir kaufen? Und zwar möchte ich mich hierbei ganz besonders auf Kameras spezialisieren, die so ein bisschen in die Richtung DSLR-artige Kameras gehen. Warum ich das mache, ist ganz einfach. Der Markt an Fotoapparaten, der ist so gigantisch groß, wenn man ein Video machen würde, in dem wirklich jede einzelne Kamera irgendwie besprochen würde, dann würde das Stunden dauern und ihr würdet komplett den Überblick verlieren. Also, wenn ihr eigentlich auf der Suche nach einer sehr kleinen, kompakten Kamera für zwischendurch für den Urlaub seid, dann seid ihr in diesem Video leider falsch. Das Video richtet sich an diejenigen von euch, die eine Kamera suchen für den ja quasi schon fast täglichen Gebrauch, diejenigen von euch, die ja ein Stück weit professioneller fotografieren wollen und dafür eben die richtige Kamera suchen. Ja, direkt zum Anfang noch ein paar Vorüberlegungen, bevor wir richtig starten. Ich kann euch natürlich die Entscheidung, welche Kamera ihr letztendlich kaufen sollt, nicht abnehmen. Ihr müsst die Entscheidung selber treffen. Ihr müsst für euch überlegen, welche Punkte sind euch wichtig. Alles, was ich tun kann, ist euch einen kleinen Überblick über den Markt geben, den es da gibt, ohne da jetzt auch den Anspruch erheben zu wollen, dass der komplett vollständig ist. Ich kann euch also empfehlen, noch weitere Videos dieser Art zu schauen oder einfach auch mal selber in den Laden zu gehen, euch Kameras anzugucken, euch Dinge dazu durchzulesen. Denn das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Fotografie. Man muss in der Lage sein, die Informationen, die man braucht, zu einem gewissen Thema sich zu erarbeiten, zu finden, sei es aus Büchern, sei es aus dem Internet oder durch Ausprobieren. Das fängt eigentlich schon beim Kauf der Kamera an. Eine gute Nachricht für alle von euch ist sicherlich, dass es so etwas wie eine schlechte Kamera nicht gibt. Also jede Kamera, die am Markt ist, ist wirklich gut von der Qualität her. Da müsst ihr also keine Sorgen haben, dass ihr irgendeinen richtigen Mist kauft oder sowas. Das gibt es in anderen Bereichen, aber im Bereich von DSLR-artigen Kameras gibt es das nicht. Warum sage ich die ganze Zeit DSLR-artig? Es sind nämlich ein paar dabei, nämlich zum Beispiel von Sony, die nicht so richtig in diese Klasse Spiegelreflexkamera passen, weil die vom Spiegel her ein bisschen anders arbeiten oder eben keinen Spiegel haben. Aber sie sind halt eben von der Bauform, von der Größe sehr, sehr ähnlich. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal DSLR-artige Kameras. Eine weitere Sache, die in diesem Video ein bisschen zu kurz kommen wird, ist das ganze Thema Videofilm mit den Kameras. Ich kann euch so viel sagen, können, tun die das mittlerweile alle. Wie gut, wie schlecht die das können, das müsst ihr jeweils dann für euch rausfinden, wenn das eigentlich euer Thema ist. Das hier ist hauptsächlich ein Fotokanal und deswegen möchte ich mich da auch ein bisschen auf das Fotografieren beschränken. Denn wie gesagt, sonst wird das Video einfach unglaublich lang. Ich würde sagen, wir fangen mal direkt an und zwar mit der Einsteigerklasse, bevor wir uns dann aber auch noch das Mittelfeld angucken und mal schauen, was es dann so in der etwas höheren Preisklasse noch gibt von den Herstellern. Ja, die erste Kamera in der Klasse unter 450 Euro ist die Canon 1200D. Sie ist schon immer das Einsteigspferd oder Einstiegspony von Canon gewesen. Und so ist es auch immer noch. Ihr bekommt die Kamera bereits für 367 Euro, was für eine DSLR echt nicht viel ist. Dafür bekommt ihr 18 Megapixel, ein festes 3 Zoll großes Display auf der Rückseite. Die Kamera macht 3 Bilder pro Sekunde und Canon DSLR-typisch ist der Stabilisator in den Objektiven. Ich möchte direkt hier vorweg sagen, das ist nicht unbedingt ein Nachteil. Manchmal hört man ja, dann sind die Objektive teurer, weil der Stabilisator da drin ist. Auch das ist nicht wirklich wahr, denn wenn man mal Preise vergleicht bei Herstellern, die beispielsweise den Stabilisator immer in der Kamera haben, so viel billiger, wenn überhaupt, sind die Objektive gar nicht. Das ist also eher ein Mythos. Gucken wir mal weiter. Was mir negativ an der 1200D auffällt und auch bei allen anderen Kameras aus dieser Reihe, ist die Gehäusequalität. Das Ganze fühlt sich sehr nach Plastik an, ist halt auch Plastik. Und dieses High-End-Gefühl, das man vielleicht gerne hätte, wenn man sich eine DSLR gekauft hat, das fehlt ein bisschen. Die Kamera ist insgesamt sehr, sehr klein. Das kann ein Vorteil sein oder ein Nachteil. Wenn man eher große Hände hat wie ich, dann kann man es durchaus als Nachteil werten. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, geht mal in den Laden rein, fasst die Kamera an und schaut einfach mal, wie sich das ergonomisch für euch anfühlt. Das ist ein Tipp, den man im Zusammenhang mit dem Kamerakauf sehr, sehr häufig hört. Und auch wenn er erstmal unlogisch erscheint, weil man doch dazu neigt, Zahlen und Werte zu vergleichen, ist da eine Menge Wahres dran. Also die Kameras sind alle so dicht beieinander, was ihre Fähigkeiten angeht, dass es doch manchmal so Kleinigkeiten sind, wie eben die Haptik, wie gut kann ich sie bedienen, die dann darüber entscheiden, ob man hinterher viele Fotos da mitmacht oder wenig Fotos. Und was nützt die beste Kamera, wenn sie doof in der Hand liegt und man deswegen einfach keine Lust hat, sie zu benutzen? Also schaut euch die Kameras einfach mal live und in 3D an.
Vergleichen wir trotzdem den ein oder anderen Wert. Und das Erste, was ich hier auf meiner Liste stehen habe, ist die ISO-Leistung. Das heißt, die Möglichkeit, die ihr, oder wie groß ist die Möglichkeit für euch, dann in ja, schlechten Lichtsituationen zu filmen bzw. zu fotografieren. Und da kommt die 1200D mit einem maximalen ISO-Wert von 6400 daher. Man muss allerdings sagen, wenn man sich die Testberichte dazu anguckt, ist dann, da gibt es so einen Wert, der wird ermittelt, ab welchem ISO-Wert etwa die Qualität der Bilder merklich schlechter wird. Und der gebe ich euch immer mal an. Und der liegt bei der 1200D bei 768. Das ist jetzt kein glatter ISO-Wert, sondern das ist ein Labormesswert. Aber wenn wir gleich die Werte mal mit den anderen Kameras vergleichen, dann werdet ihr sehen, dass das so dolle nicht ist. Also wenn ihr schon wisst, dass ihr viel in schlechten Lichtsituationen fotografieren wollt, dann wäre es vielleicht ganz clever, die 1200D zu überspringen. Ja, wenn ihr Video filmen wollt, ich habe zwar gesagt, das ist nicht so unbedingt das Kriterium, aber wenn ihr das machen wollt, dann ist es wichtig, dass ihr ein externes Mikrofon anschließen könnt. Und da kann ich euch sagen, das könnt ihr bei der 1200D vergessen. Keinen Anschluss für ein externes Mikrofon. Die Sucherabdeckung, das heißt, wie viel vom Bild, das ihr tatsächlich macht, seht ihr, wenn ihr durch den Sucher guckt, die liegt bei der 1200D bei 95%. Und das gilt leider für die meisten Kameras, die ich euch jetzt gleich vorstellen möchte. Und das macht manchmal so ein bisschen den Bildaufbau schwierig, ist aber einfach ein typisches Merkmal von Einsteigerkameras, werden wir also so haben. Ein Pluspunkt der Kamera ist sicherlich ihr günstiger Preis. Viel, viel günstiger kann man in das DSLR-Fotografieren nicht einsteigen. Und der Vorteil ist, dass die Objektive, die ihr euch vielleicht für diese Kamera kauft, später auch auf die größeren Canon-Modelle passen. Insofern, wenn es ums Geld geht, kann die Kamera auch ein guter Einstieg sein. Ihr bekommt an der Kamera 9 Autofokuspunkte. Das heißt, ihr habt 9 Punkte, die ihr wählen könnt, um der Kamera zu sagen, wo ihr scharf stellen möchtet. Und einer davon ist ein Kreuztugpunkt, also ein Punkt, der eine besonders hohe Sensibilität aufweist. Und wenn es nur einer ist, dann ist das ganz sicher der in der Mitte. Natürlich hat auch Nikon eine Einsteigerkamera-Reihe im Programm und das ist bei Nikon die 3000er-Serie. Da sind wir mittlerweile angekommen bei der 3300 und die ist erhältlich für die ganz so preiswerte 444 Euro im Moment. Dafür bekommt ihr ein klein bisschen mehr als bei Canons Einsteigermodell, nämlich 24 Megapixel, ebenfalls ein festes 3 Zoll großes Display, aber hier auch schon die Möglichkeit mit 5 Bildern pro Sekunde zu schießen. Das heißt, wenn ihr da mal ja, eine Bewegung einfangen wollt oder einen Moment, wo ihr nicht richtig abschätzen könnt, wann kommt eigentlich das entscheidende Bild, habt ihr mit 5 Bildern pro Sekunde zwar immer noch keine besonders hohe Chance, den Moment zu treffen, aber die Chance wird doch schon ein bisschen größer als bei den 3 Bildern der Canon. Auch bei Nikon ist der Stabilisator in den Objektiven, also gilt dasselbe wie das, was ich eben über die Canon-Kameras gesagt habe, was Vor- und Nachteile angeht. Auch die 3000er-Serie ist sehr, sehr klein, das heißt, das Problem für die großen Hände habt ihr auch da. Und auch hier haben wir eine Sucherabdeckung von 95%, das heißt, auch hier ist es etwas schwierig, so die optimale Komposition zu finden, wenn es wirklich um genaue Anpassung von irgendwelchen Linien in den Ecken oder sowas geht. Ist aber natürlich kein Problem, was man täglich hat. Ein Pluspunkt, muss ich ganz klar sagen, ist hier die Verarbeitung gegenüber der Canon-Kamera. Das fühlt sich bei der Nikon-Kamera doch schon ein bisschen wertiger an. Und da kann man eben, ja, denke ich mal, auch erahnen, was Nikon mit dem Aufpreis von fast 100 Euro gegenüber der Canon-Kamera gemacht hat. Nämlich so ein ganz klein bisschen in Gehäusequalität investiert. Da ist dann halt mal ein bisschen mehr Gummierung dran. Und das Ganze fühlt sich doch schon ein klein bisschen wertiger an, muss man an der Stelle sagen. Auch ein Vorteil gegenüber der Canon-Kamera hier ist das Autofokussystem. Wir haben hier 11 Autofokuspunkte, das heißt 2 mehr als bei der Canon. Und wir haben aber auch hier nur einen dieser Kreuztyp-Punkte, also einer der besonders sensiblen Punkte in der Mitte. Maximaler ISO-Wert liegt hier bei 12.800. Das ist also schon das Doppelte von dem, was die Canon-Kamera bietet. Und auch dieser Wert, den ich euch ja eben schon erklärt habe, ab welchem ISO-Wert wird die Bildqualität merklich schlechter. Und das ist eben bei der Nikon-Kamera erst bei 1385. Ihr seht also, hier ist doch die Fähigkeit im schlechten Licht bei Nikon etwas besser. Ich habe hier nochmal einen Punkt aufgeführt, den ich nennen möchte, Batterielaufzeit. Und der liegt bei der Nikon-Kamera bei etwa 700 Bilder, bevor die Batterie eben ja, den Geist aufgibt und ihr nachladen müsst. Da bekommt ihr also doch schon mal ganz gut einen Shooting-Tag mit über die Bühne. Und für diejenigen, die hin und wieder filmen wollen, hier gibt es die Möglichkeit, ein externes Mikrofon anzuschließen.
Ja, wollen wir auch noch mal ganz kurz gucken, was die Konkurrenten am Markt haben, die etwas exotischer sind. Und da beginnen wir mal mit der Pentax. Pentax begeistert mich eigentlich immer mit seinen Kameras, weil die es wirklich schaffen, auch in die Einsteigermodelle oder, sag ich mal, für wenig Geld doch sehr, sehr viel an Ausstattung zu bieten. Und das ist auch bei der K50 der Fall, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Die Kamera kostet euch 449 Euro Stand von heute. Und ihr merkt schon, das sind wirklich nur ein paar Euro mehr als die Nikon-Kamera. Und dafür bekommt ihr 16 Megapixel. Hört sich vielleicht jetzt erstmal wenig an, aber 16 Megapixel sind eine ganze Menge. Alle meine Fotos mache ich mit 16 Megapixeln, weil die D7000 zum Beispiel auch nicht mehr zu bieten hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie irgendwie einen Megapixel mehr unbedingt haben wollen. Also die Megapixelzahl auf gar keinen Fall überbewerten. Dafür bekommt ihr ebenfalls ein festes 3 Zoll Display, 6 Bilder pro Sekunde und bei Pentax ist der Bildstabilisator in der Kamera. Das heißt, jedes Objektiv, das ihr dran schraubt, hat diese Stabilisierung. Dafür ist es aber so, dass vielleicht die Stabilisierung, die ihr in dem einen oder anderen Objektiv findet mit einer eigenen Stabilisierung, die wäre vielleicht an der Canon-Kamera oder an der Nikon-Kamera vielleicht etwas effektiver. Es hat also nicht nur Vorteile, dass der Bildstabilisator in der Kamera ist. Wie gesagt, aber nichts, was man überbewerten sollte. Batterielaufzeit bei der K50 sind 410 Bilder. Das ist nicht allzu viel, wenn man das vergleicht mit den 700 Fotos, die man aus der Nikon-Kamera gequetscht bekommt. Ein Nachteil, den man auch sagen muss bei den exotischeren Herstellern, ist vielleicht, dass es etwas weniger Zubehör gibt oder Zubehör für die Kameras etwas später herauskommt als bei den beiden großen. Wenn das für euch aber kein großes Problem ist, dann könnt ihr das auch getrost ignorieren. Und ich muss sagen, die Situation ist auch mittlerweile um einiges besser geworden, als es noch vor Jahren war. Ist also vielleicht auch nicht mehr so das K.O.-Kriterium. Ein Punkt, den man, wenn man Video filmen möchte, wissen sollte über die K50, ist auch, dass es hier keine Möglichkeit gibt, ein externes Mikrofon anzuschließen. Das ist der Tatsache geschuldet, dass Pentax eben auch schon bei dieser Einsteigerkamera auf Wetterfestigkeit Wert legt und eine Möglichkeit zu verhindern, dass Regen etc. in die Kamera kommt, ist einfach weniger Anschlüsse dran zu haben. Und das setzen die, ja, wenn man einen Mikrofonanschluss braucht, dann muss man sagen, leider auch um, sodass es also außer einem USB-Anschluss meistens nicht viel gibt an den Pentax-Kameras. Wie gesagt, dafür den Vorteil der Wetterfestigkeit, das ist etwas, was bei Canon und bei der Nikon-Kamera definitiv fehlt. Wenn ihr also wisst, dass ihr häufiger in rauem Wetter und in rauen Umgebungen unterwegs sein werdet, solltet ihr definitiv einen Blick auf die Pentax-Kamera werfen. Ja, was die ISO-Fähigkeiten angeht, das heißt, wie gut könnt ihr bei schlechtem Licht fotografieren, da muss man sagen, hauen die hier im Moment dem fast den Boden aus mit 51.600 als maximalen ISO-Wert. Ich habe ja gesagt, ich erkläre euch immer noch ganz kurz, ab wann eine sichtbare Verschlechterung des Bildes stattfindet. Und das ist hier bei 1120. Das heißt also auch nur ein ganz klein bisschen schlechter als bei der Nikon-Kamera. Dafür habt ihr eben am Ende doch noch ein bisschen mehr Spielraum, was den höchsten ISO-Wert angeht, den ihr einstellen könnt. Eine Besonderheit der Pentax-Kameras ist auch noch das Pentaprisma. Um euch kurz zu erklären, was das ist, nehme ich hier mal eine alte Spiegelreflexkamera aus analogen Zeiten. Und da seht ihr, dass es hier oben diesen etwas eigenartigen Wulst gibt. Und in diesem Wulst sitzen entweder eine Reihe von Spiegeln, die dafür sorgen, dass das Licht, was reinfällt, eben hinten aus durch den Sucher sichtbar ist. Und da gibt es entweder die Variante, dass das Ganze mit einem Spiegel gemacht ist, wo dann die Luft dazwischen hohl ist. Oder das Ganze wird eventuell mit einem kompletten Glasprisma gemacht. Das Glasprisma hat den Vorteil, dass das Sucherbild, was man hat, deutlich heller ist. Und das verbaut Pentax hier eben schon in der Einsteigerkamera, während Nikon und Canon hier dann auf ein ganz normales Spiegelprisma setzen. Das heißt, das ist ein kleiner Vorteil und aber eine Besonderheit. Ich habe ja eben von der Sucherabdeckung gesprochen. Hier bietet die Pentax-Kamera eben schon die 100%, die man sonst erst bei den etwas professionelleren Kameras hat. Also das ist definitiv ein Riesenvorteil. Auch bei der Pentax K50 habt ihr 11 Autofokuspunkte, allerdings sind 9 davon diese eben sehr genauen Kreuztyp-Autofokuspunkte. Das heißt, man muss sagen, so im Gesamtpaket würde mir heutzutage die Entscheidung zwischen der Pentax und der Nikon zum Beispiel sehr, sehr schwer fallen, wenn ich ja, dasselbe Budget ansetzen möchte. Ja, kommen wir jetzt zur Sony-Reihe und bei Sony ist es im Moment für mich sehr, sehr schwierig gewesen, Kameras herauszufinden, die ich euch hier vorstellen möchte. Ich habe es trotzdem mal versucht und ja, die Sony-Fans möchten mir vielleicht verzeihen,
dass ich das so mache, wie ich das mache. Denn man muss einen sagen, ich habe gesagt, ich will Kameras versuchen herauszusuchen, die sehr, sehr ähnlich Spiegelreflexkameras sind oder zumindest in diese Klasse gehören, weil das eben das ist, was die meisten meiner Zuschauer interessiert. Ich habe allerdings das Gefühl, dass ja, Sony im Moment eigentlich in eine ganz andere Richtung möchte. Und zwar möchten die weg von ja, spiegelreflexartigen Kameras eher zu etwas kompakteren, spiegellosen Systemkameras. Und deswegen ist es etwas schwierig, eine Sony-Kamera zu finden, die hier in meine Kategorie reinpasst, weil die Art und Weise, wie ich dieses Video eigentlich gerade gestalten möchte, geht komplett anders als die Sony-Produktpolitik. Ich möchte euch trotzdem sagen, guckt euch die Sony-Produkte mal an. Für die einen oder anderen von euch ist das vielleicht interessant, besonders wenn ihr sagt, ich brauche keine große Kamera, ich brauche hier nicht diesen großen schwarzen Klumpen. Ich bin sehr zufrieden, wenn es was eher Kompaktes, was eher Kleines ist, dann solltet ihr euch die Sony-Systemkameras mit E-Mount mal anschauen. Trotzdem möchte ich euch jetzt hier eine andere vorstellen, und zwar die Sony Alpha 58. Das ist eine Kamera, die ihr schon für 347 Euro bekommt. Also sehr, sehr konkurrenzfähig, muss man sagen, zur Canon 1200D, falls ihr mit der geliebäugelt habt. Dafür bekommt ihr wirklich satte 20 Megapixel. Das finde ich ist ein gutes Mittelmaß. Das ist etwas mehr als die 16, das ist etwas weniger als die 24. Gefällt mir als Zahl sehr, sehr gut. Dafür bekommt ihr ein bewegliches, also klappbares 2,7 Zoll Display, also minimal kleiner als bei den anderen, das macht nichts. Und ihr bekommt echt schnelle 8 Bilder pro Sekunde. Das heißt, wenn ihr viel zu so Situationen habt, die nicht vorhersehbar sind, zum Fotografieren, die nicht abpassbar sind, kann das echt diese 8 Bilder pro Sekunde schon einiges bringen. Bildstabilisator bei Sony auch in der Kamera, habe ich eben schon genug zugesagt, als ich das bei Pentax erwähnt habe. Maximaler ISO-Wert liegt hier bei 16.000 und hier ist dieser Messwert, bei dem das Bild eben eine sichtbare Verschlechterung das erste Mal erfährt, bei 753. Also muss man sagen, dass das Bildqualitätsmonster bei ja, etwas höheren ISO-Werten die Sony-Kamera, besonders diese hier, nicht unbedingt ist. Das können die in höheren Klassen ihrer Kameras deutlich besser. Ein ganz entscheidender Unterschied bei der Sony-Kamera ist der digitale Sucher. Das heißt, den Sucher, wenn ihr in die Kamera reinguckt, das ist kein optischer Weg, so wie bei den anderen Kameras, die ich euch gerade vorgestellt habe, sondern ihr schaut da im Prinzip auf ein kleines Display. Und das ist etwas gewöhnungsbedürftig. Es gibt Leute, die stehen drauf, es gibt Leute, denen ist es egal, es gibt Leute, die kommen gar nicht gut damit klar. Auch hier wieder der Tipp von euch: Nehmt euch mal eine Kamera mit so einem elektronischen Sucher in die Hand, guckt da mal rein und entscheidet für euch, ob das was für euch ist oder nicht. Ich muss allerdings sagen, guckt es euch länger als nur ein, zwei Minuten an, denn es ist durchaus was, an das man sich gewöhnen kann oder gewöhnen muss. Im ersten Augenblick vielleicht eigenartig, vielleicht findet ihr es aber auch gut. Der digitale Sucher hat bauartbedingt eine Abdeckung von 100%. Das heißt, das ist ein Vorteil gegenüber der Canon und der Nikon-Kamera, aber ungefähr gleichwertig mit dem ja, optischen Sucher der Pentax-Kamera. Wir haben hier 15 Autofokuspunkte, davon sind drei eben diese sehr sensiblen Kreuztyp-Punkte. Damit ist sie nicht toll ausgestattet, aber doch relativ ordentlich. Ein Anschluss für ein externes Mikrofon bringt sie uns auch mit und wir haben eine Batterielaufzeit von ungefähr 690 Bildern. Also steht da beispielsweise der Nikon D3200 oder 3300 in nichts nach. Ja, schauen wir nun mal ganz kurz, was uns das Mittelfeld zu bieten hat. Das sind Kameras für Leute, die etwas fortgeschritten sind, die wissen, dass sie richtig Bock auf Fotografie haben, sich da weiterentwickeln möchten und ja, ein paar Möglichkeiten mehr haben möchten und dann dadurch aber auch vielleicht den einen oder anderen Euro mehr bereit sind, locker zu machen. Ich habe für euch Kameras rausgesucht, die über der Einsteigerklasse von 450 Euro liegen, aber immer noch unterhalb von 700 Euro und die Preise, die ich euch jetzt nenne, sind halt, das war auch eben schon so, immer mit dem Kit-Objektiv, also 18 bis 55 mm. Und da fange ich jetzt einfach wieder mit der, oder fange ich diesmal mit einer Nikon-Kamera an, und zwar mit der D5300. Ist erhältlich eben mit Kit-Objektiv für 698 Euro, also noch so gerade in unserem 700-Euro-Budget drin. Dafür bekommt ihr 24,2 Megapixel und ein 3,2 Zoll großes bewegliches Display. Das heißt, das ist zur Seite rausklappbar. 5 Bilder pro Sekunde und wir haben den Stabilisator eben wieder in den Objektiven, wie auch bei der kleineren Nikon-Kamera. Dafür bietet sie uns einen ja, maximalen ISO-Wert von 12.800 und hier auch wieder der Wert, bei dem das Bild abnimmt, liegt bei ISO 1338.
Das Autofokus-System hat jetzt hier, und da sehen wir die Unterschiede zur Einsteigerklasse, ganze 39 Autofokus-Punkte. Davon sind dann 9 diese Kreuztyp-Punkte. Als Besonderheit bietet die Kamera einen eingebauten GPS-Empfänger und ein WLAN. Das heißt, wenn ihr Fotos macht, speichert die Kamera automatisch, wo ihr das Ganze gemacht habt. Und ihr könnt die Fotos per WLAN eben ja auf ein Tablet, auf einen Computer oder sonst wohin übertragen, wenn ihr das möchtet. Macht euch aber klar, das zerrt an der Batterielaufzeit. Und dabei sind wir beim Stichwort. Die Kamera bietet ein Maximum von 600 Bildern. Ich bin ziemlich sicher, das ist bei ausgeschaltetem WLAN und bei ausgeschaltetem GPS. Ja, in derselben Liga spielt auch Canons 700D. Das ist eine Kamera, die ihr mit Kit-Objektiv 18 bis 55 mm für 559 Euro erhaltet. Das ist zumindest der Preis, den ich heute dafür herausgeschaut habe oder nachgeschlagen habe. Dafür bekommt ihr eine Kamera mit 18 Megapixeln, 3 Zoll beweglichem Display. Also auch hier das Ganze klappbar, vergleichbar absolut mit der Nikon-Kamera hier. 5 Bilder pro Sekunde, auch da tun die beiden sich nichts. Und der Stabilisator, wie bei den Canon DSLRs, immer in den Objektiven, wenn überhaupt. Dann haben wir hier einen maximalen ISO-Wert von 12.800. Ihr merkt, auch hier ist das Ganze sehr ähnlich. Allerdings muss man sagen, ist der Punkt, ab dem die Qualität sichtbar abnimmt, hier schon bei ISO 681 gemessen worden. Das heißt, ja, doch deutlich schlechter als bei der Nikon-Kamera. Das muss man sich klar machen, wenn man mit schlechtem Licht fotografiert. Dann gucken wir auf die Batterielaufzeit. Die liegt bei 550 Bildern, wirklich nicht merklich unter der von Nikon. Wir haben hier ein Autofokussystem mit 9 Autofokuspunkten, also hier doch deutlich, deutlich weniger als bei Nikon. Und dafür aber alle 9 Punkte als ja, Kreuztypen ausgelegt. Als Besonderheit muss man sagen, ist bei dieser Kamera der Touchscreen. Und ich muss sagen, der bedient sich tatsächlich gut. Als ich das erste Mal davon gehört habe, war ich doch sehr, sehr skeptisch, ob das was taugt mit dem Touchscreen. Es funktioniert gut, besonders weil Canon nicht den Fehler gemacht hat, dafür andere Bedienelemente wegzulassen, sondern sie haben uns den Touchscreen quasi zusätzlich gegeben zu Bedienelementen, mit denen wir vertraut sind. Und deswegen ist das ein echter Pluspunkt, muss ich sagen. Besonders wenn es darum geht, Bilder anzuschauen oder schnell mal im Menü irgendwas zu verstellen. Da geht doch dieses ja, schnelle Däumchen drücken, geht weg und man kann doch relativ intuitiv da durchgehen. Ich muss sagen, echter Vorteil. Was mich andererseits ein bisschen enttäuscht, ist der viel beworbene gute Autofokus im Videobereich. Ich habe hier sehr, sehr lange eine 700D zum Testen gehabt und habe damit auch gefilmt. Richtig glücklich gemacht hat es mich nicht. Das heißt, wenn ihr Video filmt und euch deswegen vielleicht überlegt, ja, Objektive mit dieser STM-Technik zu kaufen, denkt nochmal drüber nach. Vielleicht ist das bisher verwendete manuelle Fokussieren nach wie vor der beste Weg. Also STM überzeugt mich persönlich nicht so sehr. Ja, was gibt es in dieser Klasse von Pentax und was gibt es in dieser Klasse von Sony? Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war etwas enttäuscht. Es war schwierig für mich, hier eine Kamera zu finden, die in die Preisklasse passt und die auch in die sonstigen Anforderungen passte. Bei Pentax ist da einfach mal eine Lücke und auch bei Sony ist da eine Lücke. Denn ein Kriterium für mich war, ist, dass diese Kameras, die ich euch hier heute vorstelle, im Moment relativ einfach online bestellbar sind. Das habe ich einfach überprüft, indem ich geguckt habe, ob ich das Ding theoretisch bei Amazon hätte kaufen können. Und es gibt zwar theoretisch von Sony die Alpha 65, die auch perfekt in die Klasse gepasst hätte, aber sowohl auf der Sony-Webseite wird sie als im Moment nicht lieferbar angezeigt. Und dasselbe gilt aktuell, also Stand heute, leider auch für Amazon. Deswegen fallen die beide raus. Ich würde euch da empfehlen, wenn ihr in Pentax oder Sony-Richtung schauen wollt, guckt mal auf deren Webseiten, gerade bei Sony eben vielleicht im Bereich dieser spiegellosen Systemkameras, ob da für euch was Passendes bei ist. Ja, und ich möchte euch insgesamt mal darauf hinweisen, die Links zu den ganzen Kameras, die ich euch heute vorstelle, findet ihr in der Videobeschreibung. Also schaut da einfach mal rein, klickt drauf und ja, beginnt von dort mal eure eigene Nachforschung. Und wir machen einfach mal weiter in der gehobenen Klasse. In der gehobenen Klasse oder auch Prosumer-Klasse habe ich nach Kameras für euch geschaut, die nicht mehr kosten sollten als 1200 Euro inklusive einem Kit-Objektiv. Und was ich da gefunden habe, schauen wir uns jetzt mal an. Wir fangen ausnahmsweise mal wieder an mit Nikon und zwar da mit der D7100. Ist eine Kamera, die ihr mit Objektiv für 1015 Euro Stand heute bekommt. Allerdings ist das kein 18 bis 55 mm Objektiv, sondern ein 18 bis 105 mm Objektiv. In der anderen Kategorie mit bis 55 mm bietet Nikon die einfach nicht als Bundle an. Dafür bekommt ihr eine Kamera mit 24 Megapixeln und einem 3,2 Zoll großen, fest an der Kamera montierten Display.
Die Kamera macht maximal 6 Bilder pro Sekunde und ihr habt daran eine Batterielaufzeit von maximal 950 Bildern. Und das ist richtig, richtig lange, richtig, richtig viel. In Sachen Autofokussystem bietet sie euch 51 Autofokuspunkte und davon sind ganze 15 Autofokuspunkte eben diese Crosstalk-Punkte. Im ISO-Bereich geht das Ganze bis 6400 und da mag der eine oder andere jetzt so ein bisschen schlucken und sagen, warum ist das denn nur so wenig? Ist allerdings tatsächlich leider so. Ich muss sagen, aber auch mit 6400 kommt man doch schon relativ weit. Und ja, der ISO-Zeitpunkt, ab dem die Qualität etwas geringer wird, liegt hier bei 1256, also bisher der höchste Wert von den Kameras, die ich euch vorgestellt habe. Ihr bekommt in dieser Preiskategorie und so auch eben bei dieser Nikon schon eine 100%ige Sucherabdeckung und als Besonderheit ist hier für die Nikon zu nennen, dass sie 2 SD-Karten-Slots hat, was für euch einfach den Vorteil bringt, dass ihr bei Shootings eben 2 Karten verwenden könnt und eine direkt als Sicherheitskopie habt, falls euch eine Karte kaputt geht oder sonst irgendetwas Blödes damit passiert, habt ihr im Zweifel immer noch eine Kopie der Bilder. Ihr könnt den Kartenslot aber auch anders nutzen, zum Beispiel, dass auf den einen Slot die Fotos gespeichert werden, auf den anderen die Videos oder dass erst die eine Karte voll gemacht wird und dann die andere. Da gibt es also richtig viele Möglichkeiten einzustellen. Ja, für diese Klasse auch schon typisch ist eigentlich der Spritzwasserschutz. Den haben wir bei der Nikon, den haben wir auch bei allen anderen. Und ihr habt hier die Möglichkeit, sowohl ein externes Mikrofon anzuschließen, als eben auch zum Beispiel einen Kopfhörer, was eben das Aufnehmen von Videos doch hier schon um einiges bequemer macht. Auch typisch für die Klasse ist, dass ihr mehr als nur ein Einstellrad habt. Das heißt, ihr habt sowohl ein Einstellrad für die Blende als auch ein Einstellrad für die Belichtungszeit zum Beispiel. Und ihr habt halt eben auch schon ein Schulterdisplay, das heißt ein kleines Display oben auf der Kamera, in dem ihr die zurzeit eingestellten Werte ablesen könnt. Gucken wir nun mal als nächstes, was Canon da im Angebot hat und da möchte ich euch die 70D vorstellen. Das ist eine Kamera, die ihr mit 18 bis 55 mm Objektiv für 1025 Euro bekommt. Das heißt hier doch absolut vergleichbar vom Preis mit der Nikon. Und zwar ist das Ganze ausgestattet mit einem 20-Megapixel-Sensor und einem 3-Zoll-Display, das beweglich ist. Also genauso wie bei der dreistelligen 700er-Reihe auch hier ein bewegliches Display. Und auch bei der 70D haben wir einen Touchscreen mit den Vorteilen, die ich euch eben schon genannt habe. Autofokussystem ist hier mit 19 Autofokuspunkten ausgestattet. Das sind nicht richtig viele, aber alle 19 sind Crosstalk-Punkte. Das heißt, auch dieses Autofokussystem ist vielleicht ein ganz klein bisschen hinterher im Vergleich zum Nikon-System, wenn man einfach nur die Zahlen vergleicht. Aber 19 Autofokuspunkte, das heißt wirklich jeder, das ist schon eine echte Hausnummer. Ja, ISO-mäßig geht das Ganze hier bis 12.800, das heißt erstmal auf dem Papier das Doppelte der Nikon-Kamera. Allerdings muss man sagen, dass hier die Qualität der Bilder schon sichtbar abnimmt ab 926 ISO, so zumindest die Messwerte aus den Labors. Nicht ganz so optimal ist hier die Sucherabdeckung, die ist im Gegensatz zur Nikon-Kamera hier etwas schlechter. Wir haben nur 98% Sucherabdeckung, das heißt, wir sehen nicht ganz exakt das im Sucher, was wir hinterher auf dem Foto haben. Anschluss für externes Mikrofon ist auf jeden Fall dabei und wir haben bei der 70D die Möglichkeit, per WLAN auf die Kamera zuzugreifen oder Bilder woanders zu speichern oder eben die Kamera auch über ein Tablet oder über ein Handy etwas fernzusteuern per WLAN, was sicherlich für den ein oder anderen Anwendungsfall ganz interessant sein kann. Schauen wir mal, was Pentax da im Angebot hat. Und Pentax hat uns hier die K3 ja im Prinzip auf den Markt geschmissen. Eine Kamera für dann doch schon schlanke 950 Euro. Und ich habe ja eben gesagt, Pentax tut mal ganz gerne ein bisschen mehr rein. Und wir gucken mal, was wir dafür bekommen. Wir bekommen eine Kamera, die 8,3 Bilder pro Sekunde macht und ein 3,2 Zoll Display bietet, was allerdings fest ist. Wir haben eine Batterielaufzeit auch hier wieder nicht ganz so optimal von 560 Bildern. Da könnte man sicherlich bei Pentax noch ein bisschen dran arbeiten oder gleich einen Zweitakku beilegen, wäre ja auch mal was. Wir haben 27 Autofokuspunkte und davon, und jetzt kommt das, was ich meine mit Pentax tut ganz gern mal ein bisschen mehr rein, davon sind wirklich 25 Crosstalk-Punkte, also sehr, sehr gute Werte, was das angeht. ISO geht hier bis 51.200, also richtig, richtig weit. Und die Qualität nimmt erst ja messbar ab 1216er ISO. Auch die Kamera ist spritzwassergeschützt, wie eigentlich alle in dieser Klasse. Vielleicht tut da Pentax sogar noch ein klein bisschen mehr als Canon und Nikon.
würde ich durchaus von ausgehen. Auch hier eine Abdeckung am Sucher von 100% und natürlich die ganzen Sachen, die ich eben schon genannt habe. Also zwei Einstellräder, Schulterdisplay. Das ist so. Nur Canon und Pentax haben beide gemeinsam, dass es eben nur ein Slot für Speicherkarten gibt. Also die Möglichkeiten, direkt eine Sicherheitskopie zu machen, wie bei Nikon, gibt es hier nicht. Ja, schauen wir uns zu guter Letzt noch an, was Sony zu bieten hat. Und da möchte ich euch die Alpha 77 VK vorstellen. Allerdings muss ich dazu eins sagen, es gibt mittlerweile auch eine Alpha 77 Version 2. Die ist allerdings deutlich, deutlich teurer. Und deswegen stelle ich euch hier die Version 1 vor, damit das so ein bisschen unter diesen 1.100 Euro bleibt. Ja, die Sony kostet 1.058 Euro. Dafür bekommt ihr eine Kamera mit 24 Megapixel bei einem 3 Zoll Display. Und auch hier haben wir dann wieder den internen Stabilisator, wie wir das eben auch schon bei den anderen Kameras von Sony hatten. Ihr habt einen digitalen Sucher, auch das ist Sony typisch, das wird bei allen Kameras von denen so sein. Und der hat dann eben bauartbedingt halt eben auch eine Abdeckung von 100%. Das heißt, ihr seht immer das, was ihr auch hinterher auf dem Foto habt. Das 3 Zoll große Display ist beweglich und wir haben einen maximalen ISO-Wert von 16.600. Allerdings ist das hier mit der Bildqualität noch nicht ganz so super, denn bereits ab ISO 801 sind Abstriche in der Bildqualität da messbar. Autofokus-System bietet uns 19 Autofokus-Punkte, wovon ganze 11 Cross-Typ-Punkten sind. Kreuztyp-Punkten, jetzt hätte ich schon Cross-Typ-Punkten gesagt. Wir haben ein internes GPS, was wir benutzen können, um eben ja auf den Fotos direkt den Ort der Fotografie mit aufzuzeichnen. Wir haben die Möglichkeit, ein externes Mikrofon anzuschließen. Das Ganze ist ebenfalls spritzwassergeschützt und der Akku reicht für 530 Bilder, was hier sicherlich hauptsächlich eben dem elektronischen Sucher geschuldet ist, der einfach ein bisschen mehr Strom verbraucht als ein optischer, der quasi de facto fast keinen verbraucht. Ich möchte euch hier unten jetzt noch auf zwei Videos hinweisen. Und einmal habe ich euch hier aufgenommen die, ja, ich sag mal, Top 10 der Weihnachtsgeschenke für Fotografen. Das heißt, wenn ihr da noch was sucht, was ihr verschenken könnt, dann schaut da mal rein, sind ein paar ganz interessante Sachen bei. Und auf der anderen Seite habe ich für euch ein Video vorbereitet, ja, mit 10 Dingen, von denen ich mir wünschte, dass man mir sie gesagt hätte, als ich angefangen habe zu fotografieren. Ich denke jetzt gerade so vor und nach Weihnachten, wo viele von euch mit Fotografieren anfangen, ist das vielleicht ganz interessant. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder bei mir vorbeischaut. Wie gesagt, alle Links zu den Produkten, die ich euch heute vorgestellt habe, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und es würde mich freuen, wenn ihr da auf das ein oder andere klickt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.